Willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder 5 Übungen, die du nicht machen solltest. In der Regel natürlich. Man kann für jede Übung irgendeine rationale, irgendeinen Grund finden, aber grundsätzlich für 99% der Athleten da draußen, der Sportler da draußen, ihr solltet diese Übungen nicht machen, weil es einfach bessere Alternativen gibt und weil manche Übungen überhaupt gar keinen Sinn machen. Aber bevor wir anfangen, erstmal Werbung in eigener Sache. Nur noch heute könnt ihr fette 25% mit dem Code 2020 auf die Trainingspedia Bücher sparen. Wenn ihr also durchstarten wollt im Jahre 2020 mit einem richtig geilen Programming, mit dem richtigen Hintergrundwissen auf das Training bezogen, dann holt euch unbedingt jetzt die Trainingspedia Bücher. Und jetzt fangen wir auch direkt mal an mit der ersten Übung, und zwar T-Bar rudern mit einer T-Bar Halterung, also im Endeffekt frei. An sich keine schlechte Übung und ich würde sagen, von allen Übungen, die wir heute vorstellen, auch die, die ich noch am ehesten machen würde. Aber hier haben wir auch einige Nachteile, die wir einfach bei anderen Übungen nicht haben. Ja, zum einen, man hat hier einfach ganz viel Schwierigkeiten, eine gute Stabilität zu halten, weil das Gewicht einen sehr weit nach vorne drückt praktisch, ne? Nach vorne zieht, besser gesagt. Und dementsprechend kann man hier einfach in der Regel entweder weniger Gewicht bewältigen oder sich nicht so gut auf dem Zielmuskel konzentrieren. Das ist so der erste große Nachteil, sage ich mal, jeder freien Rudervariante. Das gilt übrigens auch für das Langhantelrudern. Aber hier ist das Gewicht meistens weiter weg von einem. Das heißt, der Hebelarm ist weiter weg. Das heißt, hier ist es noch ein bisschen extremer. Und das andere, wenn man hier 20er-Scheiben benutzt, ne, dann wird man einfach nicht die volle Range of Motion nutzen können. Denn man wird hier einfach am Bauch drankommen. Ja, und das sieht man voll oft. Besonders, wenn man sich aufrichtet, dann ist die Range of Motion praktisch gar nicht mehr gegeben. Denn wie gesagt, dadurch, dass der Hebelarm so weit weg ist, ne, beziehungsweise so lang ist, weil das Gewicht eben so weit weg ist, hat man eben das Problem, dass man schon so ein bisschen Schwung nehmen muss fast schon. Ja? Und das wiederum sorgt dafür, dass man am Ende, wenn man sich ein bisschen aufrichtet, praktisch gar keine ROM mehr hat, ne? Gar keine Range of Motion. Und viele, die richtig stark sind in dieser Übung, machen genau das. Die halten das Gewicht hier, gehen hoch und machen den hier. Range of Motion nicht vorhanden, 404 Error. Und dementsprechend sucht euch eine Rudervariante, wo ihr auch zum Bauch rudern könnt, aber nicht diese Nachteile habt, zum Beispiel eine gute Maschine oder einfach Kabelrudern. Ne? Dort habt ihr einfach nicht diese Nachteile und dementsprechend ist für 99% der Leute diese Übung auch nicht so krass gut geeignet. Kommen wir auch direkt mal zur nächsten Übung, und zwar zu Ragdads. Ja? Eine Zeit lang richtig im Hype gewesen und ein Ragdad sieht so aus. Habt das Gewicht hier, ne? In ja, Wahrheit sind das jetzt, oder habe ich jetzt 520er da drauf und macht praktisch partielles Kreuzheben. Das ist schon fast ein bisschen zu hoch, aber manche fangen sogar weit über dem Knie an und machen dann den hier. Partielles Kreuzheben, aka Ragdads. Und die Rationale dahinter ist für die Leute, ich möchte Nacken trainieren, ja? Denn der Nacken wird dadurch richtig wachsen. Und viele da draußen sagen auch, ey, ich habe alles probiert, aber nur durch Ragdads habe ich einen guten Nacken bekommen. Und im Endeffekt hat man hier eine isometrische Belastung. Ja? Das heißt, der Nacken wird nicht aktiv gedehnt und kontrahiert, sondern er sorgt einfach nur dafür, dass die Schulter nicht abfällt. Andersrum könnte man ja auch argumentieren und sich irgendwo dranhängen. Ja? Also keiner würde den Latt mit einer Dranhängen-Variante trainieren, oder? Das würden die wenigsten machen. Die wenigsten würden sich irgendwo dranhängen hier, ne? Einfach nur dranhängen und sagen, boah, dadurch wird der Latt besser wachsen als mit einem Klimmzug, als mit einer Dehnung und einer Kontraktion. Aber komischerweise soll es hier anders sein. Und klar, Ragdads, das ist keine schlechte Übung, aber ihr werdet euren Körper wirklich extrem krass belasten. Und ich meine damit nicht unbedingt lokal den Muskel, sondern systemisch, den ganzen Körper. Und wenn man jetzt wirklich gute Shrugs ausführt, ne, mit einer guten Dehnung, einer guten Kontraktion, ja, sich ein bisschen weit nach vorne lehnt und das auch wirklich mit einem hohen Volumen macht, dann wird man auch damit den Nacken ziemlich gut zum Wachsen bringen, ohne sich komplett aus dem Leben zu schießen und eine Übung zu wählen, die auch extrem verletzungsanfällig ist. Beziehungsweise ihr seid bei dieser Übung extrem verletzungsanfällig, denn ihr könnt hier so viel Gewicht bewegen, Freunde. Ne? 300 Kilo, easy peasy, bam. Und euer Rückenstrecker bzw. eure Wirbelsäule ist nicht dafür ausgelegt, ja, wenn ihr nicht gerade vom Boden 300 Kilo ziehen könnt, hier 300 Kilo easy peasy zu halten. Also wenn du die Stützmuskulatur hast, dann ist es kein Problem. Dann kannst du vom Boden meinetwegen auch 500 Kilo hochheben.
Nur, wie gesagt, bist du in dieser Übung proportional gesehen viel stärker als beim normalen Kreuzheben. Ja, das ist ja der Vorteil irgendwo, damit man eben den Nacken überlädt. Aber wie gesagt, das kommt auch mit einem großen Risiko plus. Die systemische Belastung ist hier extrem hoch plus. Warum sollte der Nacken hier noch besser wachsen als bei einer richtig guten Shrug-Variante? Ich kann euch ganz genau sagen, warum die meisten Leute hier mehr Erfolge haben im Nacken, weil sie einfach Shrugs falsch ausführen. Ja? Die machen dann sowas. Nehmen. Guck mal so. Habe ich schon oft gesehen. Ja, und machen 3 Sätze davon einmal die Woche. Und dann machen die 5 Sätze dreimal die Woche Rack-Deads und sagen, boah, mein Nacken ist besser geworden. Ja, guess what? Du hast das Volumen komplett erhöht. Du hast es am Anfang deines Trainings gemacht und nicht am Ende irgendwo. Ja, zum Schluss. Und was auch noch dazu kommt, bei Rack-Deads wirst du halt belastet. Also wenn du halt sehr viel Gewicht nimmst, ein Gewicht, was du nur 3, 4, 5 Mal bewegen kannst, dann wirst du maximal eben belastet. Der Nacken wird maximal belastet. Und bei Shrugs, da musst du halt ein bisschen auf die Technik achten. Ne? Da kannst du halt nicht einfach irgendwie so machen und ja, einen guten Nacken davon bekommen. Lehnt euch ein bisschen weit nach vorne. Ne? Zieht die Schultern nach hinten und nach oben praktisch so schön so hoch wie es geht, ja, und dann wird der Nacken auch wachsen, genauso gut wie von Rack-Deads. Das ist keine magische Übung und denkt oder beziehungsweise vergesst nicht, dass das nur eine isometrische Last ist. Und das gleiche Argument könnte man auch bei einem Latzug verwenden. Ne? Keiner würde sich irgendwo einfach nur mit Gewicht, mit maximal viel Gewicht dranhängen und hoffen, dass er dadurch maximal wächst. Also ich hoffe nicht. Vielleicht gibt es da draußen echt einen. Okay, nächste Übung. Und zwar, die ist auch total, wo bist du? Jetzt links, rechts, vorne, hinten. Die ist auch sehr, sehr lustig. Und während man Rack-Deads und T-Bar-Rudern irgendwie rechtfertigen könnte, ist es bei der Übung recht schwierig. Ich spreche vom Motorradfahren oder besser gesagt vom Autofahren. Ne? Motorradfahren wäre das ja nicht so ganz. Ne? Guckt euch mal die Übung trocken an. Ich starte hier oder hier meinetwegen, ja, und bin dann da. Also die Range of Motion ist erstmal brachial, also gar nicht vorhanden praktisch. Also ich mache nur so, ne? Mehr nicht. Zweitens, was ist, wenn die 10 Kilo nicht ausreichen oder die 20 Kilo besser gesagt und ich 22,5 Kilo nehmen muss? Wie mache ich das? Also klebe ich dann 2,5 Kilo hier ran, lasse ich es außen hier nur und fasse das dann so, also die Hantel halt, ne? Also es ist recht kompliziert. Plus, wenn wir uns die anatomische Funktion mal anschauen, im Endeffekt ist es ja so ein halbes Front-Raisen, ne? Also Schultern, also eine Übung für die vordere Schulter. Und das kann man auch mit Kurzhanteln machen. Ne? Das Ganze sieht dann so aus. Und im Endeffekt hat man alle Vorteile, die man hier auch hat, plus eine größere Range of Motion, plus Progression ist ein bisschen besser erreichbar, beziehungsweise man kann das Gewicht progressiv anpassen. Ne? Und im Endeffekt, ja, kugelt man sich gefühlt hier schon halb die Schulter aus. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum man das macht. Ne, vielleicht bietet sich so eine Handelscheibe an, ne? Bietet sich halt an, so zu machen. Anders könnte man auch vielleicht irgendwie so das Ganze machen. Ist halt rund, ne? Bietet sich für runde Übungen irgendwie an. So, macht aber wenig Sinn. Weitere Übungen aus der Kategorie gibt es wirklich. Also ihr habt diese, in dem letzten Video habt ihr ja diese Around-the-World-Übung gesehen, ne? Von meistens Simeon Panda, glaube ich, der macht die ganz gerne, also im Liegen, ne? Macht keinen Sinn. Aber es gibt noch tatsächlich eine Übung, die mindestens genauso schwachsinnig ist. Also nichts gegen Simeon, krasse Physik, aber die Übung macht trotzdem keinen Sinn. Und zwar Kurzhantel drücken, aber unbedingt mit einer mit einer Hantelscheibe. Ja? Ich meine, genau wie bei dem, bei der Scheibe, ne? Die war rund, da bieten sich runde Sachen irgendwie an, ne? Man kann irgendwas Rundes damit machen und hier hat man einen Griff. Also bietet sich an, da mal reinzugreifen, ja, und daraus dann Schrägbankdrücken zu machen. Ja. Warum man das jetzt unbedingt mit einer Hantelscheibe machen muss, erschließt sich mir nicht so ganz. Eventuell ist mein Horizont da auch noch nicht groß genug. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was jetzt der Vorteil davon sein soll. Aber Freunde, nutzt doch einfach Kurzhanteln, ihr habt genau das Gleiche. Also das ist, ihr habt jetzt hier nicht einen besseren Griff oder irgendwas. Auch wieder hier Progression schwierig, ne? Wenn man jetzt über 20 Kilo pro Seite nimmt. Was macht man denn dann? Muss man dann hier, keine Ahnung, die 20er noch irgendwie da reinfitten? Aber solche Übungen werden teilweise von IG-Celebrities halt gezeigt. Und die sagen, ja, ich sehe nur so aus, weil ich diese Übung mache. Secret-Übung. Macht recht wenig Sinn. Nutzt eine gute Schrägbank, Maschine, nutzt Kurzhanteln, nutzt meinetwegen eine Langhantel, nutzt meinetwegen eine Smith-Maschine, also eine Multipresse. Aber das macht halt echt wenig Sinn. Und wenn es Sinn macht, gerne in die Kommentare. Warum? Natürlich mit Begründung. Ne?
So, jetzt zum Schluss kommen wir zu einer Sache, die ich auch ziemlich häufig sehe. Und zwar, ich nenne sie mal Maschinenvergewaltigungen. Ganz nett natürlich, ne? Denn 90% der vor allem Mädels, die das machen, haben gar keine Ahnung, was sie machen. Ja? Also es gibt Maschinen, da kann man natürlich eine gewisse Übungsvariation einbauen, die absolut Sinn macht, die auch vielleicht vom Erfinder nicht gewollt wurde. Ne? Also der Erfinder wollte, dass man die so macht und man kann sie aber auch so machen und das ist vielleicht auch sinnvoll. Also wenn man sich ein bisschen mit der Anatomie, mit anatomischen Körperfunktionen auskennt. Aber in der Regel das, was ich im Fitnessstudio so sehe, das macht keinen Sinn. Also wenn man jetzt an der Beinpresse, ja, unbedingt sich irgendwie schräg reinstellt, damit man seinen Fuß hier so nach außen bringt, ich kann bei der Maschine nicht mal mein Bein ausstrecken, ja, dann ist es auch natürlich eventuell sinnfrei. Auch wieder hier kann man vielleicht eine Rationale finden, ja, man wird den Booty vielleicht ein bisschen besser trainieren, aber das hängt auch stark von der Brustpresse sage ich schon, Beinpresse ab und das andere ist, macht doch einfach Hip Thrust. Hebt doch einfach mal schwer vom Boden, mach rumänisches Kreuzheben, Hyperextensions, eine gute Abduktion oder was auch immer, ja, also irgendwie Seil dran und dann den hier meinetwegen. Aber so eine Beinpresse so zu vergewaltigen, macht in 99% der Fälle keinen Sinn. Außer, wie gesagt, eine andere anatomische Funktion wird beansprucht, aber ihr habt immer noch hier eine starke Kniestreckung, ja. Nur ihr verrenkt euch dabei und denkt, dass vielleicht das irgendwas mehr bringen soll, aber tut es in der Regel nicht. Wie gesagt, gibt durchaus Maschinen, wo man das machen kann. 99% der Leute, die ich hier so sehe, die sollten es lieber nicht machen. Die würden mehr davon profitieren, es ganz normal zu machen und dann ein paar Sätze Kreuzheben, rumänisch zum Beispiel, gestreckt oder Hip Thrust oder Hyperextensions oder. Kann man wirklich, ja, sehr gut seine Zeit anders investieren. Und das war's mit dem Video. Falls dir gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Vergiss auch nicht, ne, Imperativ und so, die aktuelle Trainingspedia Rabattaktion mit 25% Rabatt. Maurice, crazy, oder? Crazy. Ansonsten, Freunde, wenn ihr Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Wir sehen jetzt out. Tschüssi. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen, adios und so weiter.